hängt, das werden die nächsten Minuten zeigen. Hier der Schiedsrichter, die deutschen Ersatzleute Eike Immel, Matthias Herget. Ja, das war ein Missverständnis. Wind. Amoros. Öffentlichen Szenen häufiger gibt. Stopira hat Matthäus festgehalten. Bein stehen gelassen, ja, das tut weh. Tor. Zu kurz. Hat den Ball noch. Battiston. Gut gespielt von Felix Magath. Bremen. Und Tor. 1:0. Was habe ich gesagt? Joel Batz. Den Ball hätte er hundertprozentig halten müssen. Eder. Gegen Tigana. Foul. Festgehalten von Norbert Eder. Moral. Schumacher. Das war knapp. Dass sie ihren Meister, ihren Trainer Lügen strafen. Und ihr gesagt hat, mit dieser Mannschaft, mit dieser Truppe, könne man nicht. Platini, Gires. Die erste gute Angriffsaktion der Franzosen. Stopyra. Ja, kann man auch pfeifen. Und jetzt Platini. Auf den Körper. Und er wird sicherlich nicht an Selbstvertrauen gewonnen haben. Tigana. Nein. Nicht berührt. Favorit mit 0:1 in Rückstand. Platini. Oh. Und. Oh. Das gibt's doch nicht. Er entscheidet zwar auf Bellon. Eder. Kopfball von Norbert Eder. Dem Münchner. Zu durchsichtig. Foul. Gespielt. Wolf. Oh. Der Schuss hätte Fußstoppira. Vorsicht! Platini. Mein Gott, was haben die für Chancen? Stopyra. Achtung! Da sind sie mit den Köpfen zusammengeprallt. Wolfgang Wolf und Michel Platini. Franz Beckenbauer, er wird sicherlich. Ziemlich leichtsinnig, was die deutsche Abwehr da gemacht hat, keine Mauer zu stellen. Von Klaus Allofs. Eder. Magath. Ja, jetzt. Tigana. Noch ein bisschen abgefälscht, aber gut gehalten von Toni Schumacher. Gut. Hat ihn der Mut verlassen. Der Karl-Heinz Rummenigge. Verfügt. Die deutsche Mannschaft hat hervorragend mitgespielt. Vielleicht
Titel Rummenigge. Ein bisschen höher. Tigana, Bellon. Und zweite. Also die Entscheidung. Fischer sicherlich auch von den französischen Anhängern. Wolfgang Wolf. Ich hatte das Tor schon auf den Lippen. Aber Joel Watz in einer Glanzparade gegen Wolfgang. Meisterschaft. Fernandes. Vor Tigana. Abseits. 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 Längst gepfiffen. Wieder liegt ein Franzose am Boden. Luis Fernandes. Mit den Händen ein bisschen geschoben. Abseits, 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 abseits. Die Fahne war längst hoch. Abseits. Nicht der erste, aber der zweite. Korrekt. Wenn man so wie die Franzosen jetzt schon eine halbe Stunde anrennt gegen die deutsche Mannschaft, faul. Foul für Deutschland. Ja, wenn man so eine halbe Stunde anrennt, ohne zu einem Torerfolg zu kommen. Oh! Fast! Fast! Na, ein bisschen abgelaufen. Als Manager oder als Spieler. Abseits, abseits. Schnell. Platini. Riegel. Aufgestützt bedeutet diese Armbewegung von Schumacher an, den Ball nach vorne zu schlagen. Und Abstoß. Das habe ich anders gesehen. Oh, was war das denn? Schumacher, mein Gott, warum lässt er sich nicht Zeit? Spielt den Ball ab, Stopyra. Achtung, und Schumacher. Amoros. Briegel steht da. Fern, Platini. Schumacher. Oh, das 2:0 sein. Tor! Und das ist das Finale. Freudentänze auf der Deutschen Bank. Rudi Völler, der Torschütze. Fast das 1:0 und dann das 2:0. Spieler am Boden. Rudi Völler, die Franzosen.